Hallo in Horsts Eisenbahnwelt. Was zeige ich euch heute? Ja, es kommt ein kleines Fahrvideo und ein paar Impressionen von der Eisenbau. Dann kommt der China-Bus von Minitrix, der neue, der VD98. Das ist ja jetzt endlich einmal der gescheite China-Bus geworden, weil die Firma, die wo ehemalig in Halsbronn war, den China-Bus, wo die rausgebracht haben, naja, der war ja eh nichts Gescheites. Beziehungsweise waren ja die Kabel zwischen Motorwagen und Steuerwagen, Beiwagen, keine Ahnung, einfach so lieblos da in der Luft rumgehängt. Die andere Firma von Sonneberg, der schaut optisch recht gut aus, der neue China-Bus. Aber den gibt es ja nicht mit Sound, den muss der selber einbauen. Und das sehe ich nicht ein, dass ich, keine Ahnung, einen Haufen Geld auf den Tisch lege und dann das noch selber da rumbaue. Der von Minitrix, der ist fertig, perfekt, der läuft super. Dann zeige ich euch noch später. Dann kommt der Lenny noch. Und da ist das letzte Video jetzt ist, vom Herbst, September, Oktober, die sogenannte Sommerpause, zeige ich euch noch ganz kurz mein Sommerspielzeug. Ja, dann viel Spaß beim Anschauen. Über Feedback wäre cool. Abonnieren dürft ihr auch gern, wie ihr wollt. Daumen oben, unten. Alles in Ordnung. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Sommer. Bleibt gesund. Und bis zum, wenn es draußen wieder kalt wird. Also, Servus. Ah, jetzt ist der Knerfer da noch einmal da. Das habe ich gerade vergessen zum sagen. Kleiner Ausblick, wie es im Herbst weitergeht. Das zeige ich euch da kurz. Also da soll der See entstehen. Und da auf der Fläche da, da bauen wir einen Weinberg hin. Schauen wir mal, wie es was wird. Aber haben wir noch ein bisschen Zeit zum Überlegen.